Jo, einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu Warum Creator Server? Ja, ich habe mal so ein bisschen reflektiert und mir ist halt einfach aufgefallen, Doom guckt keiner, also kaum welche. B, ist das mit diesen, dass wir so viele Doom-Sachen gleichzeitig machen, irgendwie total behindert, weil so komme ich absolut. Ja, ich persönlich will halt bei Doom immer, wenn ich einen Webpack spiele, das immer gleich durchballern. Was natürlich fürs Let's Play ich habe doch ein bisschen suboptimal ist, deswegen sage ich, okay, ganz ehrlich, da die meisten von euch sowieso keinen Doom gucken, sondern eher die Mindtest-orientierten Let's Plays, deswegen habe ich gesagt, okay, wisst ihr was? Privat Doom, okay, spiele ich gerne, aber fürs Let's Play muss nicht mehr unbedingt sein. Und bei MyTest, da ist mir aber auch aufgefallen, dass wir diesen ständigen Server wechseln, also jetzt zwischen Creative und Mindclone, ergibt halt immer das Problem, ich baue immer da ein bisschen, dann baue ich da ein bisschen, weiß nicht mehr, was ich da gemacht habe, also muss ich da wieder von vorne anfangen, guck, okay, da, dann da. Das schafft so ein bisschen Abwechslung, blockiert aber so ein bisschen meine Gehirngänge. Ich trampel quasi immer auf dem gleichen Fleck. Genau, und deswegen auch da jetzt die Entscheidung, dass ich mich erstmal auf Creative fokussieren werde. Dafür dort aber richtig halt Großprojekte auch anlegen kann, also ja, realisieren kann. Und genau, auch wie gesagt, Doom jetzt erstmal vorläufig nicht mehr, vielleicht auch gar nicht mehr, muss ich gucken, wie sich jetzt in der Laufe der Zeit entwickelt. Auf jeden Fall stattdessen wie folgt, Montag bis eigentlich Samstag, also 6 Tage die Woche, jeweils 2 Folgen, Halbstundentakt, habe ich mir auch schon aufgeschrieben. Na, jetzt die Woche. Und die nächste Woche vielleicht auch noch und die übernächste Woche vielleicht auch noch, weil ich da relativ viel Zeit habe. Kannst sogar, versuche ich sogar 4 Folgen pro Tag hochzuladen. Einfach weil ich ein bisschen was vorhabe. Genau. Deswegen quasi 4 Folgen täglich, 6 Tage die Woche. Also eine ganze Menge. Keine Ahnung, ob ich mich damit, also wie gesagt, planmäßig sowieso nur 2 Folgen pro Tag. Wir jetzt mal gucken, ob ich auch 4 Tage pro Woche schaffe, einfach weil ich Bock drauf habe. Wie gesagt, nur noch Creative Server und kein Doom mehr vorerst. Und genau, in-game habe ich auch noch ein bisschen was vor. Deswegen halt diese Umlegung auf den Creative Server, damit ich mich quasi auf einen Server konzentriere, da aber richtig loslegen kann. Zum einen wollten wir jetzt erstmal sowieso Mese graben. Und dann. Ja, Sachen, die ich ja schon etwas länger vorhatte. Einmal die Anbindung an den Spawn, die Straße quasi zu uns verlängern, aber nicht einfach nur rumlegen, sondern quasi direkt bei uns im Feld auch noch so eine kleine Art, ja, Mini-Kreuzung, so als, ja, wie ist es mit dem Brunnen in der Mitte oder so, irgendwas was kleines Kreuzungschen mit ein paar Abzweigen, einmal zu einem großen Beet. Und halt einmal zu dem Spawnpoint und einmal zu halt unserem Gebäude. Und die 4. Abzweigung habe ich mir auch schon was überlegt. Hab's noch nicht aufgeschrieben, warum auch immer. Genau. Dann will ich um die Kreuzung drumherum. Also ich gehe erstmal direkt ins Spiel rein. So. Punkt. Let's play. Genau. Ja, doch. Jetzt war ich gerade ein bisschen verwirrt. Oh Gott, mein Haar habe ich noch gar nicht gemacht hier, Alter. Oh Gott. Egal. Heute geht's mal. So,
Genau. Also, was ich halt vorhabe, ist quasi da hinten das Ding in Schlag nehmen. Die Sandfläche da vorne komplett in Beschlag nehmen. Und zwar habe ich halt vor, hier halt wie gesagt von oben die Straße, die vom Spawn kommt, die geht ja quasi einmal. So, warte mal ganz kurz. So, die Straße vom Spawn, die kommt da ja oben an und führt dann hier oben lang. Und da will ich halt einen kleinen Abzweig machen nach unten, dass hier unten irgendwo rauskommt oder hier so selbst runtergeführt wird, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, dass hier unten ankommt, dann hier vorgeht, dann hier halt wie gesagt so eine kleine Kreuzung ist, ein Weg führt hier hinten zu unser Haus, muss ja noch so eine kleine schwimmende Brücke, will ich das machen, als ja so eine, also nicht als richtig Brücke, sondern ist ja halt bloß flaches Gewässer hier. Dementsprechend auch eine kleine Holzkonstruktion, reicht dafür eine Person aus, wir leben da ja nicht. Ist ja hier alles Naturschutzgebiet. Dementsprechend doch alles eher so dezent gehalten. Wie gesagt, da vorne, dann nach da vorne zum Wasser hin quasi, dann Beete. Und in die Richtung will ich jetzt noch so einen kleinen Weg machen, der dann hier hinten an den Felsen ranführt. Und da dann so richtig schöner Eingang in die Hölle. Spaß, nee. Also zu so einer schönen großen Mine, wo wir dann immer schön Materialien farmen können. Genau. So. Das heißt, wir werden zu. Allererst schön auf eine Mietetour gehen, und zwar im sogenannten, ja, mach hin, ich hab keinen Bock verfahren. Und zwar quasi so, wie wir gemacht haben, einfach vier, das war so nicht geplant, danke dafür, so wie wir hier gemacht haben, bereits mit vier Blöcken jeweils so, ne, hoch. Quatsch, hoch schon. Mit vier Blöcken, also 2x2, einfach weiter nach unten stampfen. So dass wir möglichst schnell auf eine Ebene kommen, wo es von Mesel so wimmelt. Weil, wie gesagt, wir werden leider eine ganze, ganze Menge Mesel brauchen. Halt gerade für die ganzen Home-Dekor-Sachen. Und vor allen Dingen will ich halt auch direkt mit Mesel auch noch ein bisschen arbeiten. So möchte ich zum Beispiel, dass dann unser Weg später, der hier hinführt, mit Laternen beleuchtet wird. Da werden wir richtig arsch viel Mesel brauchen. Was suche ich jetzt gerade überhaupt? Egal, wir brauchen Werkzeug. Das ist da oben. Dann nehme ich mal dich und dich. Ja, ich werde jetzt immer mitnehmen. Ich habe die Mob-Spawn-Rate drastisch erhöht. Das heißt, es kommen jetzt wieder wesentlich mehr Monster. Oder überhaupt mehr Monster. Genau, hier für das ganze Gemüse, da will ich halt wie gesagt richtig richtige Beete haben, damit wir das auch mal alles einpflanzen können. Das war gar nicht in der Kiste. Und deswegen halt da, ne? So schaut's aus. Hier mit der Wohnung sind wir weitestgehend fertig. Da fehlt also, wie gesagt, also der Raum hier betrachte ich als fertig, der Raum hier betrachte ich als fertig. Hier fehlt überall bloß noch eine richtige Beleuchtung. Wie gesagt, dafür brauchen wir auch Mese. Und vor allen Dingen halt hier ein bisschen Computerzeug und so ein Scheiß Gedöns, Kack. So. Das heißt, wir werden mal sicher mal einen kleinen Stack Erde mitnehmen, weil wir das irgendwo hochbaggern müssen. Ja, Teer werden wir auch noch eine ganze Menge brauchen. Teer und komprimierten Cobblestone für die Straße. Weil die werde ich nicht in Admin-Modus machen, sondern die Verlängerung zu uns werde ich auch hier im Let's Play machen. Also schön mit offiziellen Ressourcen. Wobei Teer und so war ja gar nicht so teuer. Kann mal kurz gucken. Teer war ja bloß ein bisschen Baumstamm gedönst. Hallo? Ach da. Ach, direkt ein Baumstamm. Okay. Ach so, aber wieder das mit diesem speziellen Holz. Ah. Tja, müssen wir irgendwann mal so zum Kiefernwald suchen. Bis weiß da hinten in die Richtung hatten wir, glaube ich, welche gefunden, oder? Ist doch egal. Kümmern wir uns da drin, denn darum, wer es soweit ist. Jetzt erstmal Mäse. Ach du meine, nee, ist das ein Käse. Wir haben echt wenig Ressourcen. Wir haben weder
schon überhaupt irgendein Mesen? Noch haben wir irgendwie Eisen oder sowas. Wir haben halt bloß ein bisschen Kupfer. Ja, und halt massig Bronze. Besser als gar nichts. Was bist du? Achso. Ach, wow. Wie ist das grau? Zinn und Stahl haben die gleiche Textur. Was ist da los? Müsste Stahl nicht eigentlich weiß sein? Hä? Was ist denn da los? Tut das so not? Oh, so Ehren ist wieder angekommen. Oi. Ja gut, dann haben wir ein bisschen Stahl. Aber ich werde mich trotzdem erstmal aufs Bronze konzentrieren. Und dann würde ich mal sagen, legen wir einfach mal los. Achso, ich brauche noch Holzstöckchen. Damit ich mir auf Werkzeug bauen kann. Holz haben wir. Holzstöckchen haben wir keine mehr. Okay. Ach doch, habe ich hier. Wow. Habe ich bereits alles dabei. Sehr schön. Gut, dafür plus noch das Seil. Für den Fall aller Fälle. Und ein bisschen Verpflegung. Das heißt, wir nehmen einfach mal mit. Ja. Ich würde mal sagen, am meisten habe ich eigentlich von diesen Gurken. Den nehme ich davon mal so Batzen mit. Easy, das sollte eigentlich erstmal reichen. Ich packe ich mal da unten. Dann kommst du erstmal du mit. Genau. Okay, na dann. Auf los geht's los. Ab ins Wasser. Okay. Genau. Buddeln wir hier weiter oder mache ich mir nochmal eine neue Mine? Weil ich persönlich mache halt, wenn ich so privat buddel, mache ich quasi nicht einmal zwei. Nicht zweimal zwei, sondern eins mal zwei. Jo, ich mache gerade ein Let's Play. Das geht halt wesentlich schneller. Nur unser Schacht hier fängt ja bereits mit 2x2 an. Ach, ganz ehrlich, komm. Ich führe auch einfach halt so mal direkt weiter. Problem ist halt, hier ist Wasser. Andererseits werden wir so oder so mal auf Wasser stoßen, wenn wir uns direkt nach unten graben. Das sollte uns also erstmal nicht davon abhalten. Wir müssten halt nur das Wasser ein bisschen umschiffen. Ja, auf Let's Play kannst du dich noch freuen. Wie gesagt, kommen jetzt erstmal pro Tag 4 Stück und selbst danach kommen dann pro Tag 2 Folgen. Also so wie es bisher halt am Wochenende, nur halt jetzt die ganze Zeit durchweg. Gut, ich glaube, wir gehen nochmal nach oben und holen mal hier ein bisschen Stein, so ein bisschen Stein hochziehen können, damit ich mal das Wasser hoch loswerde. Ja, wie tun wir das machen? Ist aber auch so eine scheiß Riesenhöhle. Hey, warum ist da so Lichtgrenze? Warum ist da dunkler und da heller? Ach, da ist eine Kante. Wow. Ja, wow. Okay. Ich habe den Faustfeuer gesehen. Echt cool. Ja, das stimmt. Mein Forum ist aktueller als die Let's Play-Folgen. Einfach, weil die Let's Play-Folgen halt derzeit einen Delay von 3 Wochen haben. Während ich im Forum ab und zu mal ein paar Bilder veröffentliche. Die natürlich dann aktuell sind, klar. Gut. Wir brauchen irgendwas, um da unten oder allgemein das Wasser wegzubekommen. Da wäre eigentlich hier so Sand ganz gut. Aber ich möchte zumindest so eine kleine Abgrenzung richtig aus Stein machen. Und wisst ihr was? Ich glaube einfach mal hier ein bisschen Gestein. Hier haben wir noch. Wir haben noch unten noch. Gott, Alter. Was macht denn jetzt eigentlich? Überlegen. Nee, wir brauchen auf jeden Fall auch Sand. Haben wir Sand? Übrigens habe ich jetzt auch noch eine kleinere Mod installiert, also eine ganz kleine Mod, die in-game nicht wirklich was macht, sondern eher so endgame-mäßig. Nein. Und zwar eine Status-Mod. Die zeigt uns an, wie viele. Ja, jetzt ist natürlich noch alles auf Null, weil ich die Mod gerade erst installiert habe. Wie viel wir ja abgebaut haben, plattiert haben, wie oft wir gestorben sind. Der kommt dann hoffentlich bei Null. Und so weiter und Baum. Ja, wir haben massig Sand. Sehr schön, sehr schön. Da brauchen wir uns auch mehr keine Sorgen machen.
Na komm, ein Stack reicht. Der Cleanstone bleibt auch erstmal hier. Und halt, wie lange wir schon gespielt haben, 9 Minuten gedanklich. Das heißt, Schippe können wir uns ja direkt bauen. Oder haben wir noch eine Schippe? Nicht, dass ich jetzt hier zigtausend Schippen anlege. Was dann natürlich ein bisschen Verschwendung wäre. Aber nein, wir haben keine Schippe. Gut, das heißt, dann bauen wir uns nochmal eine Schippe. Und dann schippen wir mal was das Zeug. Oh, Fackeln. Ich darf das nicht vergessen. Ich meine, wir werden uns zwar erstmal gerade nach unten baggern. Dadurch kommt natürlich die Sonne die ganze Zeit mit. Wir brauchen in dem Sinne kein wirkliches Licht. Aber ich will einfach mal für den Fall der Fälle trotzdem ein paar Fackeln dabei haben. Wenn wir es mal zur Seite kramen, weil wir zum Beispiel Mese finden, dann wäre das ganz schön. So. Okay. Also. Hier kommt erstmal Gesteine. Hallo. Dankeschön. Was ist hier los, Alter? Na komm, kommst du? Was? Thorin left the game. So. Sehr schön. Und was mir gerade noch einfällt, daran habe ich gerade gar nicht gedacht. Wovon geht jetzt das Wasser? Oh oh. Ich sterbe. Nein, bitte nicht. Oh. Oh, ich finde noch eine Steinreihe. Bis wohin müssen wir jetzt das Sand machen und ab wo geht das denn dann automatisch weg? Eigentlich müsste ab hier kein Wasser mehr sein. Ja, genau. Das war natürlich super. Das heißt, ich muss den Sand auch nur bis zu dieser Höhe machen. Das spart ein bisschen Zeit. Ja, den Sand mache ich jetzt dafür, damit an der Stelle das Wasser verschwindet. Perfekt. Dann können wir den Sand wieder wegschippen und dann haben wir saubere, freie Arbeitsfläche, bei der wir uns weiter nach unten graben können. So. Ah ja, schön schnell. Sehr gut. Ja, und ich habe auch wieder Item Drop aktiviert, aber diesmal eine bessere Mod, bei der man Sachen noch wegwerfen kann. Hier zum Beispiel, da. Weil die Sachen erst wieder nach einer Sekunde aufgehoben werden. Das heißt, man kann Sachen in Ruhe wegwerfen und dann irgendwo hingehen und dann easy. Und vor allem, die Sachen bleiben auch da so liegen und so. Also wesentlich schöner, so wie ich es mir jetzt vorgestellt habe. Die erste Item-Drop-Mod, die ich hatte, die war halt nur Murks. Sorry, aber ist halt so. Kann man leider nicht gegen machen, deshalb hatte ich sie auch dann gleich wieder entfernt gehabt. Aber die hier jetzt, oh, jetzt haben wir aber ganz schön fallen. Ah! Das war dumm. Aber die jetzt hier, oh scheiße, habe ich überhaupt genug Leitern? Oh, was mache ich hier gerade? Aber diese hier, um es jetzt zum fünften Mal zu sagen, hat halt den Vorteil, dass sie halt so ist wie, es sinnvoll ist. Das Problem bei der Mod war halt nur, wenn man Sachen abgebaut hat, die Blöcke, die dabei entstanden sind, sind erstmal irgendwo hingesprungen, relativ weit, habe ich aber dann halt die Mod ein bisschen abgeändert, sodass die Sachen beim Ort liegen bleiben, wo sie abgebaut wurden und nicht irgendwo hinspringen, weil das gerade, wenn man bei Lava baut und die Sachen dann direkt in Lava springen, Bullshit. Ja, von daher. So, jetzt baue ich hier erstmal so ein Ding dran, damit ich da die Leiter ranbauen kann. Aber Alter, ich, was mache ich denn hier heute? Mir fällt gerade auf, dass wir für den Leiter gar nicht genug Stöcker dabei haben. Ich hätte noch viel, viel mehr Stöcker mitbringen müssen. Das ist natürlich ein bisschen, ja gut. Mal gucken, für wie viele Leitern das hier reicht.
40 Stück gerade mal. Das reicht ja für genau gar nichts. Dann müssen wir wohl noch ein paar Leitern holen, ja. Das ist ja eher ein Albtraum hier. So. Na gut, machen wir mal. Ja. Holz. Wir brauchen dann definitiv noch mehr Holz. Ach, wir haben sogar noch ein paar Leitern. Holz brauchen wir, das brauchen wir auch. Oder vielmehr, das nehmen wir mit einfach mal, weil wir es können. Nee, Leitern haben wir sonst gar keine mehr. Okay. Dann würde ich mal sagen. Also ich weiß ich gar nicht. Spawn? Okay, Spawn geht noch. Weil die Mod, die ich installiert habe, die fügt auch einen Spawn-Befehl mit hinzu. Für den bräuchte man aber normalerweise eine Berechtigung. Das weiß ich gar nicht. Wir haben ja hier ein paar Berechtigungen. Nee, aber wir haben nicht den Spawn. Dickste Monster. Ich kann dir mal ganz gut zeigen. Ne? Könnt ihr alle hier Help All. Und dann kriegt man diese schöne Liste. Und da haben wir zum einen diesen... die Mod ist neu. Und dann haben wir noch Server Essentials. Und da ist auch dieser dieser Spawn-Befehl. Ne, der ist gar nicht mehr da. Ach, dann war die Beschreibung noch für eine frühere Version. Okay. Na gut, dann fußt der Spawn an sich sowieso. Ja, das können wir natürlich nicht machen hier, ne? Das ist dann alles für administrative Zwecke, klar. Aber wir haben halt hier zum Beispiel noch Message of the Day. Also, wir werden die Mod hier eher weniger gebrauchen. Weil das Einzige, was für uns interessant wäre, wäre Get Time. Und die ist auch interessant, weil auf meinen Servern ist es generell 12 Uhr. Die macht die Zeit sogar in dem internen Format. Also mit Tausendstel oder Millistunden. Wenn man so möchte. So, okay, dann gehen wir mal wieder in die Höhle rein. In die Mine. Höhle, sag ich schon. Nee, in Höhle des Löwen, ja. So, Geronimo. Da wurde gerade noch blau angezeigt. Lol. Oder war auch außerhalb meines Sichtfeldes, dass ich da quasi den Himmel gesehen habe. Das kann natürlich auch sein. So, jetzt haben wir ein paar Leitern. Dann können wir jetzt direkt loslegen mit weiter nach unten baggern. Das heißt, wir müssen jetzt darauf achten, dass wir nicht auf Eisen. Auf Sachen stoßen, auf große Höhlen, wo es dunkel ist. Weil wie gesagt, jetzt ist auch wieder die Monster-Spawn-Rate. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Denn das dürfte doch sehr unangenehm werden. So. Vor allem, wenn hier auf einmal so ein Kack-Dungeon Master auftaucht. Ich freue mich schon. Ich spiele ja mittlerweile auch auf meinen Servern privat, heißt also mit dem Konto, wo ich wieder komplett ohne besondere Berechtigungen spiele. Ja, und da merke ich schon, jetzt mit den Monstern muss ich in Höhlen wirklich definitiv aufpassen. Und nein, ich werde nicht verraten, wie mein Normal-Player-Account heißt, weil denn, ja, ne, ich möchte ja, wenn ich spiele, in Ruhe spielen. Wie ein ganz normaler Spieler. Und ja, dementsprechend ist das ein geheimer Account. Wow, das ist dumm. Geheimer Account, den nur ich benutze. Also den nur ich in dem Sinne kenne, dass das nur ich weiß, dass ich das bin. Hä? Egal. Und ja, da spiele ich halt wie gesagt normal und habe auch erstmal gespielt. Natürlich, ne? Im Hinterkopf noch eine, es gibt hier sowieso keine Monster, da kann man ja einfach mal machen, da kann man einfach mal die Sau rauslassen. Ja, und dann stand er vor mir, der nette Herr Dungeon Master. Und ich so, und er so, und ich so, was? Wobei er nicht macht, sondern er macht da so, keine Ahnung, ob er irgendwas sagt oder dieses Jindotchen. Klingt wie so ein japanischer Kampfschrei. Was auch immer das bedeutet. Vielleicht ist das auch so ein Easter Egg, dass der irgendwas rückwärts sagt. Gibt es ja in vielen Spielen.
dass da irgendwelche Sachen aufgenommen wurde, die irgendein Entwickler gesagt hat, dass dann einfach ein bisschen verzerrt wird, rückwärts abgespielt wird und dann klingt wie so ein ja, japanischer Kampfschrei. Whatever. Oh, ich muss darauf achten, dass wir hier nicht unsere Lettern alle verballern, ohne zu merken, dass wir zu wenig haben. Ich meine, wie gesagt, ich habe zwar den Home-Befehl, aber der ist ja nur, um die Sache abzukürzen und nicht, um Sachen zu machen, die wir normalerweise mal gar nicht machen könnten. Weil, ne, jetzt können wir hier noch nach oben. Das heißt, jetzt würde ich auch den Home-Befehl benutzen, einfach um es abzukürzen von der Zeit her. Aber wenn wir die Lettern vergessen, hier unten keine Letter mehr haben und dann nicht mehr nach oben können, dann nutze ich auch nicht mehr den Home-Befehl, weil dann wäre es cheaten. Dann würden wir nämlich etwas machen, was wir sonst nicht machen könnten. Und das möchte ich nicht. Soll ja ein Survival-Let's Play sein. So, wir nehmen mal dich komplett. Und dann nehmen wir auch nochmal komplett. Jetzt haben wir 92 Stöcker. Ich muss auf jeden Fall drauf achten. Es ist ja schon wieder gar nichts. Weil wir brauchen auf jeden Fall noch was für Werkzeuge. Allerdings, wenn wir jetzt gerade mal 40 Leitern rausbekommen, dann brauchen wir gar keine Werkzeuge, weil so tief, dass wir irgendwas groß bauen könnten. Kommen wir eh nicht. Ist ja gerade schon traurig hier. Und weit und breit keine Mäse. Das ist aber Käse. Ah, ein bisschen Kupfer, ein bisschen whatever. Ja. Okay. Würde ich mal sagen, weiter in der Leiter. Wer weiß, vielleicht kommen wir sogar auf das Niveau, dass wir irgendwie Rainbow Ore finden, aber ich sag mal so, ich bezweifle es denn doch. Weil die klassische Rainbow Ore, die geht bei minus 512 los und ob wir so tief kommen, ich würde mich schon freuen, wenn wir auf die Tiefe kommen, dass wir Mäse finden. Das würde mir fürs Let's Play vollkommen ausreichen. So. Was? Gehen wir mal hier rein. Hier noch ein bisschen abbauen. Sogar wieder Eisen gefunden hier. Ist ja ein Träumchen. Nein! Meine wunderschöne Axt, die ist dort. Ja, oh wow, das ist. Ja. Easy! Trauma werden wach. Geschmiedete Stahl leckt mich am Arsch. Also, wir sind zumindest mal auf der Höhe, dass wir endlich mal wieder. Dass wir endlich mal ordentlich Eisen finden. Das ist doch auch schon mal was. Hat auch schon eine lange Zeit lang nicht mehr. Bubble. So, da klatschen wir hier einfach wieder zu. Klatschen die Leiter ran. Und dann hat die Sache erledigt. Easy. Was ist noch unten? Warum ist hier eine Leiter? Hä? Whatever. So, 29 Leitern haben wir noch. Na super. Oh, ich hänge an der Leiter. Das ist jetzt natürlich. Ja. Wir könnten uns auch noch ein paar Schnüre machen. Da könnten wir uns ein bisschen weiter abseilen. Wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Wobei, für Schnüre brauchten wir ja wieder Wolle. Da haben wir ja jetzt viele. Eben, Backpacks haben wir ja schon. Und wir hatten letztens Wolle gesammelt. Sind das die großen? Ach, das ist nur eine mittelgroße. Ach, sind alles nur mittelgroße Taschen. Ja, leck mich doch am Arsch. Egal, reicht aus. Könnten wir ja mit der ganzen Wolle, die wir haben, ja eigentlich nochmal Seile bauen. Basteln. Craften. Whatever. Oh Gott, gehen wir schnell runter. Ist ja schlimm. Aha.
11 haben wir noch. Tja, also noch einmal keine Wiese gefunden. Das ist natürlich hier irgendwie deprimierend. Mann, ey, das gibt's doch ja nicht. Auf welcher Höhe sind wir denn hier? Auf welcher Höhe gibt's überhaupt noch mal Mese? Welche Map-Gen nutze ich überhaupt noch mal bei dem Server? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Das denke ich, der V7-Map-Gen sein. Aber eigentlich die Spawnhöhen von den Bodenschätzen sollten eigentlich unabhängig, glaube ich, sein. So, zwei können wir runter. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie ist gerade mein Server ganz schön ausgelastet. Bin ich das? Arbeite ich hier mit einer hohen Sichtweite? Generiert er gerade die Welt unter mir? Oder was macht er gerade? Irgendwie ist es gerade. Ja, einer von meinen Servern verbraucht gerade ganz schön viel Leistung. So. So, Ehren left the game. So. Gut, die Frage: Gehen wir jetzt noch weiter runter? Brauchen wir weitere Leitern oder können wir uns erstmal in die Seiten? Ich glaube, ich mache erstmal Folgenpause und dann gucken wir mal weiter. Ich brauche erstmal meine Haare. Haha.